Ein Mann kann alles erreichen, wenn er bereit ist, Opfer zu bringen. Deine Geburt besiegelt einen feierlichen Bund. Du wirst nichts besitzen. Dein Anrecht ist der Staub unter deinen Füßen. In der Finsternis ist der Ehrgeiz dein einziger Leitstern. Die Eide, die du schwörst, die Versprechungen, die du gibst, sind allein deine. Freiheit sind die Schlachten, die du schlägst. Dein Geburtsrecht, die Verluste, die du erleidest. Der Schmerz, den du erträgst. Und wenn die Dunkelheit dich findet, bist du auf dich allein gestellt. Komm mit mir, mein Sohn. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Knights of the Fallen Empire. Es ist eine Zeit des Chaos. Eine geheimnisvolle Armee, angeführt von zwei kriegerischen Zwillingsbrüdern, hat einen Pfad der Zerstörung durch die Welten der Galaktischen Republik und des Sith Imperiums geschlagen, um dann wieder in den Tiefen des unerforschten Raums zu verschwinden.
Zusätzlich lauert noch eine ältere Bedrohung vom ehemaligen Sith-Imperator, der nach der Vernichtung allen Lebens auf dem Planeten Sios neue Kraft geschöpft hat. Fehlt ebenfalls jede Spur. Fest dazu entschlossen, diese gefährlichen Feinde um jeden Preis aufzuspüren, sammelt der imperiale Anführer Darth Maar Verbündete beider Gruppierungen, um sich seinen Verstoß in die entlegensten Winkel des wilden Raums anzuschließen. Sie sind da. Das weiß ich bereits. Das wird nicht lange dauern. Kümmert euch darum, dass das Schiff aufgetankt und startbereit ist, wenn ich zurückkomme. Kein Problem. Eure Freunde vom Rat der Sith kümmern sich immer ganz gut um uns. Aber diese ach so freundlichen Republikaner lasse ich lieber nicht aus den Augen. Darth Nox. Captain. Darth Maar erwartet euch auf der Brücke. Ich gehe davon aus, dass ihr den Weg noch kennt. Die Nachricht klang dringend. Kommen alle miteinander klar? Wie unhöflich von ihm. Hat Darth Maar hier draußen wirklich den Sith-Imperator gefunden? Ich würde es mir nicht anmaßen, für Lord Maar zu sprechen. Aber ich weiß, dass er niemals übertreibt. Willkommen an Bord. Hallo und herzlich willkommen zu Knights of the Fallen Empire von Star Wars The Old Republic. Ja, ich öffne erstmal den Kurseintrag der Sith Inquisitor. Ja, ganz interessant. Ja, hier steht sogar ausnahmsweise auch mal mein Name drin. Und den Auftrag können wir auch gleich mal annehmen hier. Und an der Seite haben wir auch noch ein Tutorial. Das werde ich aber nicht aktivieren. Das kann ich auch auf gar keinen Fall empfehlen. Würde ich nicht empfehlen zu nutzen. Das ist einfach nur nervig. So, ich will nur kurz ans Posti. Darth Maar, kein Betreff. Wir haben heute vieles verloren. Denkt daran, was Zios zugestoßen ist und was dies für unsere Zukunft bedeutet, bereitet euch vor, Darth Maar. Okay, Credits nehmen wir natürlich an. Und ich muss leider sagen, dass diese Folge nachsynchronisiert ist. Deswegen kann es sein, dass ich gerade in die Typis da reinlabe. Ja, weil er irgendwie den Ton nicht aufgenommen hat. Ich weiß nicht warum. Also ich habe gerade einfach mal die Folge mir angeguckt und dann habe ich gemerkt, es war kein Ton dabei. Also der Spielsound ist ganz normal da, aber eben der Dings auch nicht. Von daher muss ich das leider nachsynchronisieren. Das ist aber glücklicherweise nur diese eine Folge. Und ja, deswegen weiß ich jetzt auch schon ungefähr, was jetzt hier passiert. Und deswegen kann es auch schon sein, dass ich etwas zu früh oder zu spät sage oder mal irgendwo reinlabere. Ich habe eure Nachricht erhalten. Und jetzt, wo ich hier bin, spüre ich es auch. Wir kommen immer näher. Unser ehemaliger Imperator ist da draußen. Ich frage mich, wohin er will. Können wir ihn überhaupt verletzen? Nicht ehemalig genug für meinen Geschmack. Wissen wir, warum er in diesen Bereich gekommen ist? Die Karten meines Schiffs geben nicht viel her. Es gibt Gerüchte über verschiedene Zivilisationen in diesem Bereich.
aber unsere einzigen Außenposten hier wurden kürzlich zerstört. Die Verantwortlichen wurden nie gefunden. Warum ist er so weit gereist? Warum verschlingt er jedes Leben auf Siost, um danach in die Tiefen des wilden Raums zu fliehen? Wahrscheinlich spielt er nur mit uns. Er muss verwundbar sein. Ich sehe keine Logik, er ist wahnsinnig. Er ist machtbesessen. Wir können nicht davon ausgehen, dass er vernünftig handelt. Vielleicht habt ihr recht. Ich bin zuversichtlich, dass wir es gemeinsam schaffen, den Rat der Sith zum Handeln zu bewegen. Aber ich beginne zu bezweifeln, dass die Republik uns eine große Hilfe sein wird. Ihre Unterstützung war nützlich, aber beschränkt. Vielleicht sind sie vernünftig. Wir werden es so oder so schaffen. Lass die Republik brennen. Es gibt zumindest ein paar Personen in der Republik, mit denen man reden kann. Ich könnte Teron Shan kontaktieren. Er ist ein Spion. Aber wenn wir sonst keine Mittel haben... Mein Sith Lord, ein Sensorkontakt. 15 Kilometer, klein, keine Lebenszeichen. Eine Art Sonde? Die Daten entsprechen den Scans der unbekannten Kraft, die Korriban angegriffen hat. Die Schilde hoch! Verfolgen und zerstören! Eine Sonde hier draußen? Fangt sie ein. Vielleicht ist das ein Köder. Warum sollte jemand eine Sonde so weit rausschicken? Eine Art Beobachtungsmission? Das Wrack wird uns die Antworten liefern. Ausweichmanöver. Um 180 Grad wenden. Wir wurden geentert. Feindliche Einheiten auf allen Decks. Ich kümmere mich um die Eindringlinge. Ihr bringt uns hier raus. Verdoppelt die Heckdeflektoren. Waffenenergie zu den Triebwerken umleiten. Ja. Okay, Suche nach Eindringlingen. Und so gesehen kenne ich das Kapitel auch schon von damals, weil ich es ja damals immer gezockt habe für die Veteranen. Im Veteranenmodus damals auch einmal, was ich aber dann nicht geschafft habe, ich es aber später mal wiederholt habe. Hier bekommen wir schon unsere ersten Gegner und hier ist auch eine Besonderheit, wir dürfen hier keinen Gefährten mitnehmen. Wir müssen diese Quest komplett alleine machen. Und theoretisch hätte man diese Gegner auch umgehen können. Also ich versuche jetzt einfach mal alles zu sagen, was ich eigentlich auch in der Folge gesagt hatte. Und genau das hatte ich auch an der Stelle gesagt, das weiß ich ganz genau. Aber wie gesagt, der Ton ist einfach weg, ich weiß ja nicht, wo der hin ist. Von daher kann es auch sein, dass das Sprachsound diesmal etwas anders ist. Wir sehen, habe ich gerade das Fenster aufgemacht. Ja, habe ich gerade gecheckt, ob die Sounds alle gut sind, weil es bei mir ein bisschen laut war. So, dann zeige ich jetzt hier mal, man kann die Gegner auch umgehen, theoretisch. Man muss sie nicht unbedingt besiegen, weil die ja im Kampf sind. Haben wir hier auch unseren ersten Gegner schon mal, den wir besiegen müssen, mit einem kleinen Lag. Vernichte die Sprungtruppen. Einfach hier mit einem schönen Blitz, Machtblitz drauf. Ist da. Und ja, im Veteranenmodus war das damals echt kein Spaß, weil die Gegner da tausendmal mehr Schaden machen. Also man merkt wirklich schon extrem den Unterschied. Also es sei denn, man hat die wirklich die Mega-Ausrüstung, die alles ab kann. Ja, aber das haben wir nicht. Ja. Sensoren haben Feind im Backbordbereich. Ich hoffe, dass der Sonnenfehler nicht bei den anderen Videos auch noch passiert. Also wenn ihr bei irgendwelchen anderen Erweiterungsvideos keinen Ton habt, dann müsst ihr das sagen, weil dann muss ich das nämlich noch ändern. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich nur bei diesem einen Video ein Einzelfall ist. So, wie man sieht hier, ich habe ja auch schon mal den Veteranenmodus geschafft, weil es im Meistermodus noch nicht, weil ich glaube, der ist so für Vierergruppen mehr oder weniger gedacht. Auch diese Gegner kann man hier noch umgehen, also das ist größtenteils eigentlich nur noch einfinden, so gesehen, in die Erweiterung. Hier bekommen wir schon das nächste Gespräch. Schließt diese Panzertür! Der Schild wird nicht ewig halten! Wir können sie nicht einfach da drin lassen! Wir müssen ihnen helfen! Wir müssen diese Position halten! Sie haben ihren Job und wir unseren!
Und ja, ich werde ihnen helfen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wenn jetzt hier die gute Antwort wählen würde, dann müsste man noch eine extra Quest machen. Also noch, dann müsste man diesen Druiden noch helfen. Wenn man das Böse nimmt, kann man das überspringen. Schließ die Panzertüren. Wir müssen den Druiden den Weg abschneiden. Es tut mir leid. Es musste getan werden. Euer Zorn kann euch Konzentration verleihen. Verteidigt die Brücke. Sofort. Ja gut, dann weiter. Also hätte man auch nochmal da reingehen müssen und dann da noch ein paar Gegner besiegen hätte müssen. Und ja, wenn ihr euch manchmal fragt, warum manchmal auch der Sprachsound einfach irgendwie zu spät kommt oder so, ich nehme nur die Stellen auf, wo in den Gesprächen eben dort auch, ja, wo ich darüber reden muss, dass ich laber ja nicht nochmal die ganzen 20 Minuten voll. So, ich mache es halt wirklich nur so, dass ich wirklich nur die Stellen jetzt hier gerade voll habe und ja, sonst nicht. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich heute einfach Pech. Wir haben heute Freitag vom Wochenende, von den Ferien. Und ich habe trotzdem einfach extrem Pech. So. Keine Ahnung, was ich daran machen wollte. Genau, hier könnte man noch das Tutorial nochmal anmachen. Aber wie gesagt, das würde ich euch generell nicht empfehlen. Man verliert da einfach nur ein paar Skills und sonst passiert da eigentlich gar nichts. Dann wird nichts erklärt, dann wird nichts beigebracht. Man verliert einfach nur ein paar Skills und soll dann mit weniger Skills kämpfen. Was ist genau das für einen Sinn hat, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, nicht, wann man die Skills wiederbekommt. Ob das nur während des ersten Kapitels geht oder während aller Kapitel. Dazu kann ich leider nichts sagen. Aber auch erstmal machen wir hier die ganzen Gegner alle tot, was ja leider ohne Gefährte etwas länger dauert, aber trotzdem problemlos möglich ist. Jetzt kriegen wir nun mal keine Rückenheilung mehr. Ja, was natürlich etwas doof ist. So, da kommt schon mal unser nächster Gegner, den wir besiegen müssen. Auch hier wieder einfach alles draufhauen. Grundsätzlich ist es ja eigentlich auch nicht schwer. Nicht schwer, wollte ich eigentlich gerade sagen. Ja, okay, der ist... Na gut, der dauert zwar ein bisschen länger, aber trotzdem einfach. Und der Veteranmodus ist ja tausendmal schwieriger. Hier kommt jetzt auch nochmal eine kleine Videosequenz, wenn man den besiegt hat. Das Problem bei denen ist auch, dass man den Looter nicht einsammeln kann, wenn die so zerfallen. Warte, was passiert hier? Da. Wir stecken in Schwierigkeiten, Sith. Die Droiden haben die Luftschleuse durchlöchert und die Andockvorrichtungen geben uns nicht frei. Ich bin unterwegs, Andronikos. Okay, dann weiter. Hier finden wir auch wieder ein paar von diesen Sprungtruppen und bei denen wollte ich gerade eigentlich sagen, wenn die sterben, dann zerfallen die immer so und dann ist es manchmal ziemlich schwierig, den Loot zu kriegen, weil das dann immer ein bisschen buggy ist manchmal. Also man sieht, wenn die so sterben, dann zerfallen die so komisch manchmal, also nicht immer, sondern manchmal und manchmal ist es dann extrem ekelhaft mit dem Loot. Hier können wir uns natürlich, müssen wir uns natürlich ab und zu auch mal hochheilen, ist ja klar. Jetzt freue ich mich einfach mal damit hoch. Ja, theoretisch hätte man vielleicht auch, wenn man sich nicht so doof angestellt hätte wie ich, an den Gegnern auch vorbeigehen können, indem man da an der Seite hochgeht, diese Rampe da, und dann oben lang geht. Das würde theoretisch wahrscheinlich auch gehen, wenn man sich jetzt nicht so wie ich in die Gegner reinrennt. Aber ich bin eben so ein Reinrenner, ne? Nicht reinrassig, sondern reinrenner. Ich rase nicht dauernd in was rein. Okay, der war schlecht. So, erreiche die Andockvorrichtung. Hier bekommen wir auch schon unseren nächsten Gegner. Der im Veteranmodus auch deutlich schwieriger ist als hier im Story-Modus. Zack, jetzt müssen wir ihn noch besiegen. Da wird ich genug dran, dann wird er rot. Und dann auch wieder draufhauen. Und der ist im Story-Modus puppel einfach. Im Veteranmodus ist das schon eine Herausforderung. Erst recht ohne Gefährten. Ich bin sogar der Meinung, dass es auch im Veteranmodus eines der schwersten Kapitel ist, auch wenn es das erste ist und ziemlich einfach eigentlich ist. Aber im Veteranmodus ist es ziemlich schwer, man hat eben keine Heilung bekommt, wenn man eben nicht selber Heiler ist. Und ohne Machtbubble erst recht. Ich finde die Machtbubble so überpowered einfach. Und dann sieht man auch gerade, wie der zerfällt. Und dann, wenn man nicht rechtzeitig lootet, kann es manchmal ein bisschen verbuggt sein. Okay, ran da. Hier ist es egal, welches Ding man anklickt, man muss einfach nur eins anklicken. Sind frei. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, auf welches dieser seltsamen Schiffe wir zuerst schießen. Es sind Tausende. Ihr müsst entkommen.
bleibt und verteidigt Mars Schiff, und dass wir böse sind und es, obwohl es keine Punkte bringt, nehmen wir es. Draußen so gut wie möglich Deckung. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Es wird Zeit, dass diese Schnecken lernen, mit wem sie es hier zu tun haben. Der Feind ist in das Technikdeck eingedrungen. Sie haben es auf den Primärgenerator abgesehen. Ich mache mich auf den Weg, wir treffen uns dort. Okay, triff dich mit Ma im Technikbereich. Geht ja eigentlich auch ganz fix. Und das würde ich sagen, das machen wir jetzt noch schnell, dann machen wir Ende für die Folge. Die sind, glaube ich, auch schon ungefähr so 20 Minuten dran. Ich hänge ja auch noch das Intro nochmal ran und die Credits muss ich ja auch noch, beziehungsweise habe ich jetzt in dem Fall schon die Musik ändern, dass das Video nachher nicht gleich wieder einen Strike bekommt. Auch wenn, wenn ich bisher noch nicht Strikes bekommen habe auf YouTube und das auch so bleiben sollte. Von daher machen wir das so. Oh, guck mal, ich habe sogar noch die CSU-Speicher drin. Man bekommt während der Story also 24. Interessant. Hallo. Die Brücke ist im Moment gesichert. Aber ohne Hauptenergie werden wir in wenigen Sekunden zerstört. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Okay, erreiche den Haupttechnikbereich. Auch wenn wir hier alle hingehen sollen, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Von daher, ich wünsche euch dann bis dann noch viel Spaß. Die nächste Folge wird dann wieder mit richtigem Ton sein. Bis bald und ciao.